Grüß auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Regenschlacht auf dem Baldeneysteig. Das, was ihr hier aktuell seht, wird aller Voraussicht nach nur ein kleiner Vorgeschmack werden auf das Wetter, was uns hier noch erwarten wird. Zum Nachmittag hin soll es richtig ordentlich anfangen zu regnen. Da könnte man meinen, man muss verrückt sein, 27 oder 26 Kilometer den Baldeneysteig zu laufen. Aber wir ziehen das hier heute durch, soweit das möglich ist. Wenn es natürlich wieder zu stürmisch wird und so weiter, ihr kennt das ja, dann werden wir sicherlich eine adäquate Lösung finden. Ihr habt es auch gesehen, ich bin heute auch nicht alleine unterwegs. Der Klaas ist heute wieder mit am Start, der läuft gerade vor mir. Die Carmen ist wieder mit am Start oder mal endlich am Start. Also das freut mich auf jeden Fall sehr. Und noch der Zinek, wenn mich nicht alles täuscht, so heißt der. Der ist mit der Carmen hin und wieder mal auf Wanderungen unterwegs. Und ja, freut euch auf regnerische, nasse Aufnahmen. Das hört sich ein bisschen komisch an. Wanderaufnahmen. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Und schön, dass ihr dabei seid. So, liebe Leute, immer noch auf dem Baldeneysteig unterwegs und hier haben wir den lieben Klaas, Dr. Urbex. Hallo. Der ist heute mit am Start, laufen hier gemeinsam die 27 Kilometer. Jetzt habe ich dich komplett unterbrochen, ne? Ich habe gar nichts gesagt. Willst du noch mal guten Morgen sagen? Guten Morgen, liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex, hallo. Herzlich willkommen bei seinem Kanal. Ja, wir laufen hier, wie gesagt, 27 Kilometer heute mit Rast. Wir wollen uns irgendwo was Leckeres kochen und so weiter. Lasst euch mal überraschen. So, und da möchte ich euch die zweite Dame vorstellen. Wobei die zweite Dame ist gar nicht so Dame wichtig. Vor allem. Die einzige Dame hier, die Carmen, ist heute auch mit am Start. Hallo. Also schön, dass wir auch mal eine schöne Tour zusammen machen. Endlich mal. Und dann schön direkt erstmal schön 27 Kilometer auf dem Baldeneysteig. Bei schönstem Wetter. Ja, bis jetzt geht's ja, ne? Und mal gucken, was der Nachmittag bringt mit unseren Plastikdingern hier, ey. Ich wollte gerade sagen, der Look stimmt schon mal. Ja, aber ich find's cool und ich bin echt froh, gestern noch im Autogeschäft meines Vertrauens gewesen zu sein und diesen wundervollen Regenponcho gekauft zu haben. Den hast du erst seit gestern? Ja, den habe ich gestern noch gekauft, ja. Wir hätten die Farbe auch absprechen sollen. Ja, aber ich glaube, den gab es da nicht mehr. Das habe ich weggekauft. Ja. Und schöne Grüße an dieser Stelle mal an den Dominik, der hat mir zum Geburtstag einen Decathlon-Gutschein geschenkt. Davon habe ich diese beiden Dinge bezahlt, jetzt wisst ihr auch, wo ich gewesen bin. Und ja, so würde ich sagen. Moment, hier kreuzen sich Kettwiger und Baldeneysteige. Wir müssen jetzt da, rechts. Musst du rechts, alles klar. Also wir gehen rechts, wir folgen dem Dr. Urbex, der weiß, wo es lang geht. Oh, oh, das ist. Und somit geht's heiter weiter auf dem Baldeneysteig. Ja, wo sind die? Ja, die ersten 6 Kilometer sind rum und ich wollte euch noch eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar habe ich ja Ende des Jahres dieses Nature Hike Cloud Up 2 Zelt verlost mit den Schneeschürzen an die Gabi und den Jens. So eine Wirbeli Gabi und die Ziebert Jens, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben mir ein ganz, ganz tolles Video geschickt, wo sie so ein kleines Unboxing-Video machen und sich nochmal bedanken dafür, für das Zelt. Da blende ich euch jetzt mal die eine oder andere Szene ein. So, Jörg, heute packen wir das Zelt, was endlich angekommen ist. Wollen wir heute auspacken. Ich hatte ja Urlaub und in der Zeit ist dann bei uns im Geschäft angeliefert worden. Also als ich jetzt am Dienstag ankam, lag es bei mir am Platz. Und da ist es. Da ist das Nature Hike Outdoors. Ein Zwei-Mann-Zelt mit Schneeschürzen. Endlich! ja, vielen Dank dafür, für die Verlosung und dass wir die Gewinner sind.
Hat uns total überrascht und findet man natürlich richtig geil. Also vielen Dank nochmal dafür. Dann gebe ich gerade mal weiter. Übrigens, wir freuen uns auch über, so wie du ja auch, Jörg, wir freuen uns über jeden Abonnent, neu vor allem. Also trau dich und klick den Abo-Button. Gell? Also ich gebe mal weiter an Gabi, die möchte auch noch was sagen. Genau, natürlich möchte ich mich auch noch für den tollen Gewinn bedanken. Vielen Dank, lieber Jörg. Und genau, wird bei Gelegenheit Probe aufgebaut und natürlich getestet. Wahrscheinlich eher ohne Schnee. Schauen wir mal. Also, lieben Dank an dich und viele Grüße aus Freiburg. Bye bye. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und es ist einfach toll zu sehen, dass man mit solchen Kleinigkeiten in Anführungsstrichen einem eine Freude machen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ihr beide mit dem Zelt da unterwegs seid und ja, das erste Mal das aufbaut und auspackt und so weiter. Also viel Spaß auf jeden Fall nochmal mit dem Zelt und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das Video. Jetzt warten wir hier noch auf die Carmen und den Klaas. Hier haben wir so ein schönes Fachwerkhaus noch. Ist auch richtig toll hier im Hintergrund. Ja, und zu gegebener Zeit werden wir entsprechend dann auch eine Mittagspause machen. Aber wir haben gerade mal erst 11 Uhr. Es ist noch ein bisschen früh. Da sind die beiden wieder. Und somit würde ich sagen, geht's heiter weiter auf die nächsten Kilometer. 21 an der Zahl sind es ja noch. Und so geht's heiter weiter auf dem Baldeneysteig. Noch angekündigt mit der Karin im Gespräch, von wegen, dass das Video Regenschlacht am Baldeneysteig heißt. Und just keine 2 Minuten später fängt er die an zu regnen und zu winden. Ich hoffe, das geht mit dem Ton in Ordnung. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den Thomas. Boah, jetzt kriege ich hier meine Hand nicht raus. Für die Objektivschutzkappe, mein Lieber. Mega, die ist drauf. Ich freue mich richtig. Ich habe so lange nach dieser Objektivschutzkappe gesucht. Die kriegst du nirgendwo mehr neu und an dieser Stelle dann, wie gesagt, nochmal einen schönen Dank an den Thomas für die Objektivschutzkappe im Gegenzug. Er wollte nichts dafür haben, aber ich werde ihn bei der vierten Community-Wanderung einladen. Da ist schon so ein bisschen was in Planung. Dazu wird es dann aber zu gegebener Zeit mehr Informationen geben. Und ja, jetzt geht es erstmal hier ein kleines Stückchen runter. Ich denke mal vielleicht an den Baldener See. Wir werden es sehen. Lassen wir uns überraschen. Und dann würde ich sagen, geht's heiter weiter. Auf jeden Fall mal eine schöne Aussicht auf den Baldener See. Und ihr seht es auch, es ist ordentlich am Stürmen, ordentlich am Regnen gerade. Aber ganz ehrlich, ist halt so, ich habe es ja angekündigt und wir werden das hier auch durchziehen. Mit dem Regenponcho war ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Muss aber im Nachhinein sagen, dass das eine sehr gute Entscheidung war, den gestern noch zu kaufen. Klar, die Hose wird so langsam ein bisschen nass, da könnte man sich eventuell noch irgendwie so Gamaschen kaufen. Damit zumindest der Hosen-Dingens hier am Schuh nicht nass wird. Aber die sind so weit über die Schuhe drüber. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Das juckt mich nicht. Ich habe jetzt auch noch die Jack Wolfskin-Regenjacke dabei.
aber die ist mittlerweile über 10 Jahre alt und hat natürlich auch dementsprechend schon eine ganze Menge mitgemacht. Die ein oder andere Waschmaschinenreinigung selbstverständlich auch. Deswegen weiß ich nicht, ob die noch ganz hundertprozentig regen- oder wasserdicht ist. Und für solche Dauerregenaktionen, glaube ich, so ein Poncho einfach eine richtig gute Lösung. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal überlegen, für einen kommenden Mammutmarsch, Megamarsch zu überlegen. Wobei ich aber auch nicht mit den Wanderstiefeln da 40 oder 50 Kilometer machen würde. Ich werde jetzt an dieser Stelle hier mal kurz beenden. Hier pfeift ordentlich der Wind rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Strick. Leute, herzlich willkommen am Baldeneysee und es regnet und regnet und regnet und stürmt und werde nach diesem Take auf jeden Fall erstmal das externe Mikrofon einpacken, weil ich mir nicht sicher bin, wie die Elektronik darauf reagiert. Ich möchte natürlich nicht, dass die Kamera kaputt geht oder irgendwelchen Schaden nimmt. Das heißt, die nächste Zeit werde ich aller Voraussicht nach mit dem internen Mikrofon der Osmo Action filmen. Werde natürlich gucken, dass ich das so mache, dass ich in einigermaßen windgeschützten Bereichen Filme, damit man auch ein bisschen was verstehen kann. Und wir sind jetzt bei Kilometer. Ich habe keine Ahnung, ist aber auch egal. Es schüttet auf jeden Fall. Ich bin mit netten Leuten unterwegs. Ja, muss man nochmal sehen. Zenek, Carmen. Und da hinten ist der Dr. Urbex. Der ist auch, glaube ich, am Film. Ja, es macht Spaß. Auf jeden Fall, auch wenn es ganz frisch ist. Aber ich bin mit diesem Poncho sehr zufrieden und bereue den Kauf auf jeden Fall nicht. Liebe Leute, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir haben jetzt 11,58 Kilometer gelaufen. Wir wollen ja eigentlich auch noch eine Mittagspause machen. Und ganz ehrlich, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Es ist hier schon seit geraumer Zeit wirklich am Regnen. Und meine Hose ist mittlerweile komplett nass. Kann ich mal zeigen hier. Das bleibt halt nicht aus. Ist halt am Regnen. Möchte mich aber auch nicht beschweren. Aber so eine Schutzhütte, das wäre jetzt mal was richtig Feines. Und ich bin so froh, dass ich mir dieses Setup so jetzt zusätzlich noch mitgenommen habe, dass ich theoretisch auch bei strömendem Regen einfach filmen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie das mit der Elektronik aussieht. Natürlich leidet da so ein bisschen die Tonqualität runter, aber irgendwo muss man einen Kompromiss finden. Und ich glaube, den richtigen Kompromiss gefunden zu haben. Und so wollen wir mal hoffen, dass hier vielleicht irgendwie eine Schutzhütte oder ähnliches kommt. Und wir halten auf jeden Fall weiter Ausschau nach einer entsprechenden Unterkunft und dann würde ich sagen, ich melde mich dann später nochmal wieder. Mama. So, nach gefühlten 3 Stunden Dauerregen hat es dann auch mal so ein bisschen aufgehört. Der Wind hat auch so ein bisschen nachgelassen. Also ich kann euch sagen, die Hose ist so nass. Wenn da jetzt noch der Wind drauf pfeifen würde, dann wäre schon ordentlich frisch. Aber ohne den Wind geht es einigermaßen. Deswegen hoffe ich auch, dass es mit dem Ton jetzt einigermaßen in Ordnung ist. Schutzhütten sind hier leider weiter, meilenweit, kilometerweit nicht in Sicht. Deswegen werden wir im Zweifel wirklich ein bisschen improvisieren, wo wir vielleicht hier unser Mittagessen machen.
Oder auch nicht, keine Ahnung, aber es wird wirklich langsam Zeit, ein bisschen mal was zu essen, vielleicht auch mal eine Pause zu machen. Ja, ganz ehrlich, 26 Kilometer oder 27 einfach mal so durchzuknüppeln, kann man natürlich machen, aber es soll ja auch so ein bisschen Spaß machen. Aber wie gesagt, ich möchte mich da diesbezüglich nicht beschweren. Da vorne laufen die anderen beiden. Einfach ein Träumchen. Also liebe Leute, wir haben eine Schutzhütte gefunden. Ich werde verrückt, auch wenn das nicht so eine richtige Schutzhütte ist. Die tropft auch rein, aber ist mir vollkommen egal. Ich werde mir jetzt hier safe erstmal was zum Mittag machen. Ich habe Hunger wie ein Tier. Ich werde mich jetzt hier einfach hinknallen und direkt meinen Gelumpe auspacken. Und lieber die Bilder sprechen lassen, aus Zeitgründen und weil es auch regnet und alles und sowieso und überhaupt. Bis gleich. Ja, liebe Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall für den Rest der Tour auf das externe Mikrofon verzichten. Es hört auch nicht mehr auf zu regnen. Es sind aber auch nur noch 8 Kilometer so in dem Dreh. Aber es ist sehr gut, dass wir diese wundervolle kleine Hütte hier gefunden haben. Und die Würstchen nehmen so langsam Gestalt und Form und Farbe an und so weiter. Das erste Brötchen ist hier schon vorbereitet. Ihr habt es ja schon gesehen, bei mir gibt es heute, ich versuche mal, 5 im Weckler oder im Weckle. Mir hat nämlich jemand geschrieben, dass das gar nicht Weckler heißt, sondern Weckle. Wobei ich aber auch glaube, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, 5 im Semmel. Ne? Also wie gesagt, also es kommt da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auf die Region an. Aber das ist ratzfatz zubereitet hier. Und mir macht einfach auch Spaß, mit dem Trangia-Kocher hier mir schön die Würstchen anzubraten und so weiter. Also richtig toll. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt werde ich das erste Weckle, Semmel, Brötchen, wie auch immer belegen. Und dann lass es mir auf jeden Fall schmecken. Ja, liebe Leute, wir sind wieder unterwegs. 10 Kilometer noch etwa. Dann sind wir auf jeden Fall wieder am Parkplatz. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass wir da diese Hütte gefunden haben. Es pfeift natürlich wieder ordentlich der Wind rein. Ich freue mich, gleich später wieder in meinem Auto zu sitzen, im Trockenen. Ich habe sogar auch irgendwie noch ein T-Shirt und sowas alles dabei. Eine Ersatzhose nicht, aber trockene Schuhe auf jeden Fall. Also ich kann euch sagen, selbst dieser Regenponcho, der ist irgendwann einfach durch. Das ist doch vollkommen klar. Permanent stundenlang der Regen drauf knallt, mit Wind noch zusätzlich und so weiter. Dann kippt natürlich irgendwann jedes Material nach. Genauso wie die Schuhe, ich bin mir ziemlich sicher, die Socken werden ein bisschen feucht sein vom Regen jetzt her, aber das lässt sich halt nicht vermeiden.
Also dieses Regenwetter, das erinnert mich auch an den Mammutmarsch im vergangenen Jahr, wo es ja erstmal permanent nur geregnet hat. Und ich glaube, 5 oder 6 Stunden, wo ich da diese wasserdichten Socken anhatte, das war schon eine heftige Nummer. Das ist heute gefühlt aber noch heftiger, aber nicht mal ansatzweise so schlimm, weil erstens habe ich ja diese Wanderstiefel an, zweitens habe ich das Regencape an oder den Poncho und drittens sind wir in weniger als 10 Kilometern am Ziel. Das ist mental eine komplett andere Nummer, als jetzt zu wissen, du hast noch 70 Kilometer oder sowas vor dir. Du kannst jetzt sagen, ja, wie gesagt, so in 5, 6 Kilometern sind wir wieder am Parkplatz, dann ist die Sache hier vorbei. Aber ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, das war eine richtig tolle Wanderung. Auch wenn das Wetter alles andere als optimal ist zum Wandern. Aber ganz ehrlich, Leute, das muss man so nehmen, wie es ist. Entweder man geht raus und man kleidet sich entsprechend oder man lässt es halt sein. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil kann echt sagen, wir haben alles richtig gemacht. Schöne Grüße an den Sebastian, mein Lieber. Und ja, also würde ich sagen, geht's hier nassen Fußes auf die noch verbleibenden circa 5-6 Kilometer. Ja, liebe Leute, ich bleib mal gerade hier kurz stehen und wir haben jetzt 24 Kilometer gelaufen. Und vielleicht könnt ihr es da hinten im Hintergrund ein bisschen erkennen, da oben. Da gibt es verschiedene Sitzbänke. Da habe ich damals beim 100 Kilometer Megamarsch Ruhrgebiet gesessen und über Abbruch nachgedacht. Ich hoffe, das geht mit dem Ton in Ordnung. Ist aber auch mal toll, das jetzt auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und im Nachhinein zu sagen, ich habe da nicht abgebrochen. Und jetzt gehen wir erstmal weiter. Ich hoffe, wir finden gleich hier noch einen windstilleren Ort. Dann ja, gibt es die weiteren Infos. So, liebe Leute, 25 Kilometer sind rum. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Geht ja wohl hier noch irgendein Geopart entlang. Aber hier ist alles voll mit Regen und Co. Das kennen wir ja mittlerweile auch schon. Aber da müssen wir jetzt durch, denn wir wollen ja auch zum Ziel. Zum Auto zurück. Jetzt geht es wohl noch mal richtig ordentlich steil bergauf, sagte Klaas. Der Anstieg des Todes, wie er das so schön genannt hat. Ist das richtig? Das ist korrekt und ich freue mich schon, den heute zum dritten Mal zu machen. Vor allem mit der Plastiktüte, ne? Mit der Plastik, mit dem Müllsack, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall, das wird eine richtig arschgeile Nummer. Auf geht's. Heiter weiter. Immer heiter weiter. Ja. Warte, eigentlich musst du dich nach dahin stellen, weil deine Kamera. Nee. Warte, ich filme nach. Cordula Grün. Wir müssen näher zusammenrücken, sonst wird wir müssen nichts. Näher zusammenrücken. Oder also ich nehme mich da und bei ihm muss ich dann ja sowieso drauf sein. Und ich bin unwichtig. Ja, wer fängt denn jetzt an? Ja, wir haben es geschafft. Alle an. Komm, ich fange mal an. Wir müssen jetzt alle das Gleiche sagen. Ich habe vergessen, wie viele Kilometer es waren. Es waren 26, 27. Es waren Leck mich in der Tisch. Hier im Wiegler. 26,85 Kilometer. Ich bin nur 24,87 gelaufen. Du hast ja auch die Abkürzung gelaufen. Welche Abkürzung habe ich gelaufen? Du hast jede Abkürzung mitgenommen, die es mitzunehmen gibt. Auf. Es sollte eine schöne Verabschiedung werden. Und das Doofe ist, gucke ich in Kamera 1, 2 oder 3? Ja, wir haben jetzt 3 Kameras hier am Laufen. Wir machen jetzt alle eine gemeinsame Verabschiedung. So sieht's aus. Wir gucken alle mal in die Kameras rein. Geht alle auf unseren und auf die anderen Kanäle und. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Euer. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Das war der Carmen. Euer Carmen und ich bin der Dr. Urbex, der Klaas. Und wir sehen uns bestimmt bei allen auf allen Kanälen im nächsten Video wieder. So sieht's aus.
War aber schön. Kann ich empfehlen. Komm, war super heute. Ciao. Ciao.